Blockade Berlins. Ansprache auf dem Platz der Republik vor 350.000 Berlinern. 9. September 1948. Heute ist der Tag, an dem nicht Diplomaten und Generäle reden und verhandeln. Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Dieses Volk von Berlin heute ruft die ganze Welt, denn wir wissen, dass, worum es heute geht, bei den Verhandlungen, Kontrollratsgebäude in der Potsdamer Straße, die jetzt zum Stillstand gekommen sind, bei den Verhandlungen später in Moskau, in den steinernen Palästen des Kremls, bei all diesen Verhandlungen wird über unser Schicksal hier gewürfelt. Als vor Wochen diese Verhandlungen anfingen, da war der Appetit des russischen Bären größer als nur Berlin. Er wollte, dass verhandelt werden sollte, auch über ganz Deutschland. Und mit der flügelhaften Parole, man müsse die Spaltung Deutschlands verhindern, verschleiert er nur für andere, nicht für uns, seinen Appetit auf den anderen Teil Deutschlands, den er auch noch in seine Hände bekommen will. Jetzt sind die Verhandlungen zu Berlin zurückgekehrt. Die Generäle sind zu einem Stillstand gekommen und wir leben in einer Pause. In dieser Pause glauben wir, dass es gut ist, wenn die Welt sieht, was das Volk von Berlin wirklich will. Wir wollen nur eines klar sagen: In all diesem Handeln und Verhandeln wollen wir Berliner hier kein Tauschobjekt sein. Uns kann man nicht eintauschen, uns kann man nicht verhandeln und uns kann man auch nicht verkaufen. Es ist unmöglich, auf dem Rücken eines solch tapferen, standhaften Volkes ein faules Kompromiss zu schließen. Gewiss, Kompromisse sind der Inhalt jeder lebendigen Politik, aber Kompromisse müssen echte und ehrliche Kompromisse sein. Wir möchten der SED nur einen Rat geben: Wenn sie ein neues Symbol braucht, bitte nicht den Druck der Hände, sondern die Handschellen, die sie den Berlinern anlegen. Die Handschellen, die sind in Wirklichkeit das Symbol dieser erbärmlichen Kümmerlinge, die für 30 Silberlinge sich selbst und ihr Volk an eine fremde Macht verkaufen wollen. Wenn heute dieses Volk von Berlin zu Hunderttausenden hier aufsteht, dann wissen wir, die ganze Welt sieht dieses Berlin. Denn verhandeln können hier schon nicht mehr die Generäle, verhandeln können schon nicht mehr die Kabinette. Hinter diesen politischen Taten steht der Wille freier Völker, die erkannt haben, dass hier in dieser Stadt ein Bollwerk, ein Vorposten der Freiheit aufgerichtet ist, den niemand ungestraft preisgeben kann. Wer dieses Volk von Berlin preisgeben würde, der würde eine Welt preisgeben. Noch mehr, er würde sich selber preisgeben. Und er würde nicht nur dieses Volk von Berlin preisgeben in den Westsektoren und in dem Ostsektor Berlins. Nein, wir wissen auch, wenn sie nur könnten, heute stünde das Volk von Leipzig, von Halle, von Chemnitz, von Dresden, von all den Städten Ostzone, so wie wir, auf ihren Plätzen und würden unsere Stimme lauschen. Und ich weiß,
Ich weiß es zutiefst. Ich denke an meine alte Stadt Magdeburg, die mich zum Reichstagsabgeordneten wählte, deren Oberbürgermeister ich war, ehe Hitler uns in die Konzentlager steckte. Dieses Volk würde genauso wie damals zu Zehntausenden, zu unseren Fahnen, zu den Fahnen der Freiheit eilen und sich mit uns und den Völkern der Welt zu einem großen, unzerstörbaren Bunde vereinigen. Wenn wir darum heute in dieser Stunde die Welt rufen, dann tun wir es, weil wir wissen, dass diese Kraft unseres Volkes der Boden ist, auf dem wir groß geworden sind und größer und stärker werden, bis die Macht der Finsternis zerbrochen und zerschlagen sein wird. Und diesen Tag werden wir an dieser Stelle vor unserem alten Reichstag mit seiner stolzen Inschrift dem deutschen Volke, diesen Tag werden wir erleben und werden ihn feiern mit dem stolzen Bewusstsein, dass wir ihn in Kümmernissen und Nöten, in Mühsal und Elend, aber mit standhafter Ausdauer herbeigeführt haben, wenn er eines Tages zu uns kommen wird. Der Tag des Sieges, der Tag der Freiheit, an dem die Welt erkennen wird, dass dieses deutsche Volk neu geworden, neu gewandelt und neu gewachsen, ein freies, mündiges, stolzes, seines Wertes und seiner Kraft bewusstes Volk geworden ist, das im Bunde gleicher und freier Völker das Recht hat, sein Wort mitzusprechen. Dann werden unsere Züge wieder fahren, nicht nur nach Helmstedt, sie werden fahren nach München, nach Frankfurt, nach Dresden, nach Leipzig, sie werden fahren nach Breslau und nach Stettin. Und sie werden auf unseren kümmerlichen, elenden, zertrümmerten, alten, ruinierten Bahnhöfen wieder die zweiten Gleise aufmontieren, die das Symbol unserer wiedergewonnenen Freiheit sein werden, die wir uns Berlinerinnen und Berliner in den Kämpfen, die hinter uns liegen, und in den Nöten, die vor uns liegen, erkämpfen müssen und erkämpfen werden. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Es gibt nur eine Möglichkeit für uns alle, gemeinsam so lange zusammenzustehen, bis dieser Kampf endlich durch den Sieg über die Feinde, durch den Sieg über die Macht der Finsternis besiegelt ist. Das Volk von Berlin hat gesprochen. Wir haben unsere Pflicht getan und wir werden unsere Pflicht weiter tun. Völker der Welt, tut auch ihr eure Pflicht und helft uns in der Zeit, die vor uns steht, nicht nur mit dem Dröhnen eurer Flugzeuge, nicht nur mit den Transportmöglichkeiten, die ihr hierher schafft, sondern mit dem standhaften, unzerstörbaren Einstehen für die gemeinsamen Ideale, die allein unsere Zukunft und die auch allein eure Zukunft sichern können. Völker der Welt, schaut auf Berlin und Volk von Berlin, seid dessen gewiss,
diesen Kampf, den wollen, diesen Kampf, den werden wir gewinnen. August 1950. Zur Verabschiedung der Verfassung von Berlin. Nach Artikel 1 ist Berlin Land der Bundesrepublik. Das Grundgesetz und Gesetze der Bundesrepublik Deutschland sind für Berlin bindend. Doch nach Artikel 87 treten diese Verfassungsbestimmungen erst in Kraft, sobald die Anwendung des Grundgesetzes in Berlin keinen Beschränkungen unterliegt. Meine Damen und Herren, gewiss ist die Verfassung, die wir heute verabschieden, namentlich angesichts des Artikels 87, den wir alle nur widerwillig und unter Berücksichtigung gewisser Faktoren, die wir aus unserer eigenen Kraft heute noch nicht überwinden können, in diese Verfassung aufnehmen. Gewiss ist diese Verfassung noch nicht das, was uns endgültig vorschwebt, aber unzweifelhaft ist sie ein Schritt auf dem richtigen Wege. Indem sie Berlin endlich zu einem Lande macht, erklärt sie jedem, was Berlin eigentlich ist. Und indem durch die Bestimmungen der Verfassung Angleichung unserer Gesetzgebung an die Gesetzgebung der Westdeutschen Bundesrepublik erleichtert und vereinfacht wird, gibt sie uns die Möglichkeit und hoffentlich auch unseren Landsdeutschen in Westdeutschland die Möglichkeit und die Gelegenheit, die Zusammenarbeit in Berlin in allen Einzelheiten des täglichen Lebens so zu fördern, wie wir sie gebrauchen. Denn nur derjenige, der in der praktischen Arbeit der Verwaltung steht, kann ermessen, welch ungeheure Hemmnisse durch den scheinbaren Auslandscharakter ausgerechnet Berlins entstehen. Es ist ein Witz der Weltgeschichte, dass eine Stadt, die so europäisch gesonnen ist wie Berlin, gewissermaßen am Rande, an der Hand mitgenommen werden muss, wenn es sich um eine Vertretung gegenüber Europa handelt. Und es ist ein Witz der Weltgeschichte, dass eine Stadt, in der so sehr frei von jeder nationalistischen Überheblichkeit ein echtes und gesundes Gefühl für die nationale Einheit unseres Volkes in allen Schichten der Bevölkerung lebendig ist, dass diese Stadt immer noch gewissermaßen am Rande, nebenher, nebenbei laufen muss. Nicht endgültig, aber doch bis zu einem gewissen Grade wird die Annahme dieser Verfassung uns unsere Aufgabe erleichtern, die eigentliche Aufgabe von uns allen ist, den Osten für uns wiederzugewinnen. Denn den Osten werden wir nur wiedergewinnen können, wenn wir selber stark sind, wenn wir materiell, moralisch und politisch stark sind. 4. Oktober 1950. Ansprache zur Übergabe der Freiheitsglocke an die Berliner. Herr General Clay, meine hochverehrten Gäste, meine lieben Berlinerinnen und Berliner, über weite Meere ist heute die Freiheitsglocke nach langer Wanderung zu uns Berlinern gekommen, um vom Turm unseres Rathauses ihren Klang in alle Länder zu tragen. Es war am 9. September 1948, als wir in unserer größten Not die Welt gerufen haben, sie um Hilfe baten und sie beschworen, diese Stadt nicht im Stich zu lassen. Unser Ruf ist gehört worden. Berlin hat dank der Hilfe, die uns zuteil wurde, den Versuch, 2 Millionen zu erdrosseln, abwehren können. Wir sind eine freie Stadt geblieben. Heute kommt die Welt zu uns mit einer Gabe, die wir mit Stolz als eine Anerkennung unseres Kampfes empfangen. Aber, Berlinerinnen und Berliner, wir wissen genau, diese Gabe ist mehr als nur eine Anerkennung für das, was wir in den vergangenen Jahren mit Hilfe unserer Verbündeten haben leisten können. Wir wissen, dass die Übergabe dieser Glocke an Berlin eine Mahnung und eine Verpflichtung an uns alle ist.
Noch fester als bisher müssen wir unser Herz in die Hand nehmen und die große Auseinandersetzung bestehen, die noch nicht zu Ende ist. Die Zeit der Ebbe ist vorbei. Die Zeit der Flut hat begonnen. Diese Freiheitsglocke, die wir heute in den Schutz unserer Stadt nehmen, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Flut auf uns zukommt, die uns tragen wird, die die Gedanken, für die wir kämpfen, weitertragen wird über die Mauern unserer kleinen Stadt Berlin hinaus, zu all den Millionen Unterdrückten und Leidenden, die voller Hoffnung auf uns schauen, weil sie wissen, dass alles, was wir tun, beseelt und erfüllt ist von dem einzigen Gedanken, die Freiheit nicht nur für uns, sondern die Freiheit für alle zu gewinnen. Mit friedlichen Mitteln haben wir gekämpft, mit friedlichen Mitteln wollen wir weiterkämpfen. Denn stärker als die rohe Gewalt ist die Macht des Geistes, der die Völker in seinen Bann zu zwingen macht. Wir Berliner grüßen an diesem Tage unsere Freunde und Gäste, die zu uns gekommen sind, die mit uns diesen historischen Augenblick gemeinsam erleben. Aber mit besonders herzlicher Freude begrüßen wir heute an diesem Tage den Mann, der uns die Glocke des amerikanischen Volkes, die Glocke der Freiheit überbringt. Lucius D. Clay. Er ist in den Jahren, in denen er unter uns geweilt hat, einer der unseren geworden. Ich denke an die bewegende Abschiedsstunde in der Stadtverordnetenversammlung von Berlin, in der er uns zum Schluss zurief: Auf Wiedersehen. Heute, General Clay, werden Sie spüren, dass das Herz Berlins unverändert für die großen Ideale schlägt, die uns gemeinsam sind. Zu dem Kreuzzug der Freiheit, den Sie entfacht haben, haben wir unseren Teil beigetragen. Und wir hoffen, dass wir niemals der Ehre unwürdig sein werden, die uns dadurch zuteil wird, dass diese Glocke von dem Turme unseres Rathauses läuten wird. Nicht nur Deutschland muss wieder in Freiheit geeinigt werden, damit Europa und die Welt zum Frieden kommt. Auch die anderen Länder hinter dem eisernen Vorhang müssen zu dem unveräußerlichen Rechte der Freiheit zurückkehren, das den Menschen erst zum Menschen macht. Wir wissen, dass in Warschau, in Prag, in Budapest und in Sofia die Menschen auf diesen Klang der Hoffnung warten. Ja, wir sind sicher, das große russische Volk würde mit uns sein, wenn es frei seinen Willen äußern könnte. So verbinden wir denn mit dem Dank für die Hilfe, die wir von der Welt erhielten, und mit dem Dank für die Anerkennung, die uns zuteil wird, das Gelöbnis, nicht zu ruhen und nicht zu rasten und nicht nachzulassen, bis die Freiheit, deren Fackel wir hier in Berlin entzündet haben, über allen Ländern leuchtet, die heute noch in Unfreiheit verharren. In einer einigen und in einer freien Welt werden wir, werden alle Völker sich die Hände zum freien Bunde reichen und werden die Vereinten Nationen die Regierung einer einigen und befreiten Welt bilden können. Diesem Tage, für den wir alle mit unserer letzten Kraft arbeiten wollen, diesem Tage möge das Geläut der heutigen Stunde gelten. Gedenken an die Reichskristallnacht, 9. November 1951. Der 9. November 1938, ein Tag, an dem wir uns erinnern müssen, wenn auch die Jahre, die darauf folgten, so voll von ungeheurem und entsetzlichem Geschehen waren,
dass beinahe das Erinnerungsvermögen des Menschen zu eng ist, um alles in dem Zusammenhang sich gewärtig zu halten. Ein Tag der Schande für Deutschland und für den deutschen Namen. Ein Tag, mit dem ein neues Kapitel des Unrechts im Namen Deutschlands begonnen wurde, dessen Folgen in grausamer Logik, in Krieg, Mord und Vernichtung gipfelten, bis dann die Katastrophe kam, an deren Folgen wir alle heute noch zu leiden haben und noch lange leiden werden. Die Trägheit des Geistes, die Überfülle des Grauens, das seitdem über die Welt gekommen ist, darf nicht vergessen lassen, was mahnend immer wieder in die Erinnerung zurückgerufen werden soll, damit unser Gelöbnis nie wieder, nicht in seiner Unbedingtheit verblasst. Am 9. November 1938 haben in ganz Deutschland die organisierten Banden einer Diktatur die Horden losgelassen auf viele Tausende unserer Mitbürger und Mitmenschen, ihr Eigentum vernichtet, sie ihrer Freiheit, ja ihres Lebens beraubt. Damals ging ein Aufschrei nicht nur durch die Welt, sondern Schrecken und bangende Furcht ergriff viele Deutsche, die ohnmächtig ansehen mussten, welche Verbrechen begangen wurden unter der Vorgabe ihres Willens und ihres Namens. Was damals am 9. November 1938 am menschlichen und an echten Werten vernichtet wurde, das geht weit hinaus über das, was materiell in Scherben und Trümmer ging. Jeder von uns weiß heute, was das Wort Kristallnacht bedeutet und was diese Kristallnacht in der unerbittlichen Logik des verbrecherischen Wahnsinns einleitete. Diese Nacht war der Beginn eines Vernichtungswütens, das sich dann Jahr für Jahr steigerte, bis es Völker und Erdteile in Flammen setzte, um schließlich Deutschland und das deutsche Volk in einen fast hoffnungslosen Abgrund versinken zu lassen. Damals richtete sich dieser organisierte Terror der Nazi-Banden gegen wehrlose deutsche Männer und Frauen, deren Verbrechen allein darin bestand, dass ihr Glaubensbekenntnis den Gewalthabern des Dritten Reiches sie als eine Minderheit zum leichten Ziel einer hemmungslosen Hetz- und Propagandalüge machte. Dass dieses Verbrechen begangen wurde, in Deutschland, hier auch in unserem Berlin wie in anderen deutschen Städten, ist für uns auch heute noch eine beschämende Mahnung. Wir wollen und müssen die schreckliche Vergangenheit überwinden, nicht nur äußerlich, sondern vor allem in uns selbst. Die Trümmer, die aus der Kriegskatastrophe stammen und uns täglich an die Zeiten zurückliegender Jahre der Vernichtung erinnern, die können wir wegrollen. Wir können neu aufbauen, wir können die Häuser, Straßen und Plätze unserer Stadt schöner als in der Vergangenheit gestalten. Nicht wieder ersetzen und gut machen können wir die zahllosen Opfer, die Hunderttausende und Millionen von Menschen, die das Verbrechen der Nazis vernichtet haben. Aber schlimmer und furchtbarer als all dieses ist die Sünde wider den Geist, wider die Idee des Rechts und der Menschlichkeit, die dieses verruchte System begangen hat und deren Spuren in Geist und Herz der Menschen heute noch tiefer sitzen, als wir selber glauben und wissen. Dieses Gift völlig auszutilgen, aus dem verhängnisvoll auch der 9. November 1938 entsprossen ist, nicht zu rasten und nicht zu ruhen, bis auch die letzten Spuren davon verschwunden sind, das muss unser Gelöbnis sein, wenn wir dieses Tages der Schande und der Schmach gedenken, der mit dem 9. November 1938 dem Namen Kristallnacht gekennzeichnet ist. Aus Hass und aus Bösem kann nur Böses und Schlechtes erwachsen. Wir müssen zurückkommen zur Erkenntnis, dass wir als Menschen menschlich miteinander leben und handeln müssen. Hilfreich und gut müssen wir streben zu sein und versuchen im täglichen Leben, in all unserem Handeln und Tun, das Wort des großen griechischen Dichters Sophokles zu erfüllen, das auch heute noch unvergänglich und schön und wahr für uns alle gilt. Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da. Nur wenn wir diesem Wort in Wahrheit nachleben, wird es uns gelingen, auch den 9. November 1938 in all seinen Folgen und Auswirkungen innerlich endgültig zu überwinden. Wo uns der Schuh drückt. Die Flüchtlinge aus der Ostzone. 5. Januar 1952.
Die Frage der Flüchtlinge aus der Ostzone ist natürlich eine vom Standpunkt der eingesessenen Berliner nicht ganz unberechtigte Frage. Die Stadt Berlin kann auf die Dauer diese ungeheuerliche Last von 5.000 bis 6.000 Menschen, die monatlich zu ihr strömen, gar nicht tragen. Es sind, soweit ich weiß, seit Anfang 1949 über 170.000 Menschen nach Berlin gekommen. Herr Ebert war so liebenswürdig, in Paris zu erklären, das sind alles die Junker, die Kapitalisten, die wir mit Recht ausrotten oder enteignen. Die fliehen natürlich nach Berlin und in die Bundesrepublik. Nun, ich habe mal hier eine Zusammenstellung vor mir liegen über ungefähr 33.000 Flüchtlinge nach ihrer sozialen Zusammensetzung. Ich suche dabei die Junker und die Kapitalisten und ich stelle fest, sind 28% Arbeiter, es sind 24 oder 25% genau Angestellte in öffentlichen und privaten Diensten, es sind 856 Landwirte, das sind wahrscheinlich die Junker, aber ich weiß ganz genau, dass es ganz kleine Junker sind, die dabei sind. Ganz kleine, normale Landwirte. Es kommen sogar schrecklicherweise, Herr Ebert, sogar Neulandwirte hierher und fliehen, weil sie es nicht aushalten können. Und die einzige verdächtige Kategorie im Sinne dieser östlichen Lamentationen, die würden vielleicht die sonstigen Selbstständigen sein. Das sind ganze 5%. Alles andere sind normale Menschen, wie wir hier alle sind. In Wirklichkeit ist es, jeder Mensch in Ostdeutschland kommt in die Maschinerie des politischen Terrors hinein und kommt eines Tages in eine Situation, wo er nicht mehr kann. Vielleicht ist es manchmal auch eine Frage der Nerven, dass er nicht mehr kann. Aber ich fühle mich nicht berufen, einen Stein auf Menschen zu werfen, bei denen die Nerven schwächer sind als bei großen Helden. 100% der Menschheit hat noch niemals aus großen Helden bestanden. Gott sei Dank, sonst wäre das Leben noch unerträglicher, wenn es alles nur Helden wären. Aber Tatsache ist, dass wir wirklich eine sehr schwere Last zu tragen haben. Und wir haben seit langem uns darum bemüht, dass diese Last, die eine große Ursache auch unserer ökonomischen Schwierigkeiten ist, für uns erleichtert wird. Dadurch, dass nun die Kommandantur Ende des Jahres ihren Einspruch gegen die Einbeziehung Berlins in das Bundesnotaufnahmegesetz zurückgezogen hat, hoffen wir ja, dass im Laufe der kommenden Monate eine erhebliche Besserung eintreten wird. Wir leiden unter dem scheinbar unauflöslichen Block von augenblicklich 270.000 Erwerbslosen, aber niemand sieht richtig, dass dieser Block ja ununterbrochen in Bewegung gewesen ist. Und wir haben ja auch Zehntausende von Menschen aus dem Ostsektor, die dort entlassen worden sind, in Berlin in Arbeit bringen müssen und glücklicherweise auch in Arbeit bringen können. Wir haben im vorigen Jahre 7.000 Wohnungen gebaut. Wir haben augenblicklich ungefähr 6.000 Wohnungen im Bau. Wir haben ein Programm für den Ablauf des Jahres 52 für weitere 10.000 Wohnungen. Und außerdem tun wir ja eine Menge zur Erhaltung und Wiederherstellung unseres zerstörten oder ledierten Wohnungsraums. Wir können bloß eins nicht tun und wollen auch eins nicht tun. Wir wollen keine Schaustellungen inszenieren, wie sie im Osten üblich sind. Das könnten wir mit den Geldern, die wir haben in Berlin, ja auch machen. Bringen eine Straße feudal in Gang, bauen große öffentliche Dinge mit schönen kleinen Löchern, in denen ein Berliner nur ungern wohnt und alles Übrige bleibt liegen. Wir lassen nicht alles Übrige liegen, sondern wir gehen systematisch daran, wo wir nur irgend können, ganz gleich, wo es ist, jeden zerstörten oder ledierten, verbesserungsbedürftigen Wohnbau wieder in Gang zu bringen. Es ist uns gelungen, im Monat Dezember auf allen drei Wegen, die uns zur Verfügung stehen, nicht weniger als 250.000 Tonnen Kohle nach Berlin heranzubringen. Ich will gar nicht leugnen, der Wettergott ist uns auch etwas zur Hilfe gekommen. Aber immerhin hat sich doch, wie ich weiß, auch die Versorgungslage für die Bevölkerung verbessert. Und ich kann nur einen einzigen Wunsch aussprechen, möge jeder in Berlin so viel Geld haben, dass er sich Kohle wirklich kaufen kann. Für die Bedürftigen, für unsere Rentner und alten Leute wird ja die zweite Rate der Kohlenhilfe jetzt ausgegeben. Und ich hoffe sehr, dass jeder von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, um einigermaßen
dahin zu kommen, dass wir über den Winter wenigstens gut hinwegkommen. Von der Last des Amtes. Leistung und Ausblick. Wo uns der Schuh drückt, 1. Februar 1952. Vor 2 Tagen sprach ich in meinem Zimmer mit meinen Mitarbeitern über diese Sendung, wo uns der Schuh drückt, die mir nun auch schon halberlei ans Herz gewachsen ist. Und scherzweise meinte einer, ich müsste eigentlich mal darüber reden, wo mich der Schuh drückte. Denn das lässt sich ja nicht leugnen. Nicht bloß sie drückte, mich drückte selbstverständlich auch. Ein Einsender ist sogar so freundlich gewesen, mir ein paar gebrauchte Schuhe einzusenden mit einem Brief und einem freundlichen Gruß, um mich daran zu erinnern, dass mich auch der Schuh drückt. Eigentlich ist der Bürgermeister von Berlin zum Arbeiten da und nicht zum Repräsentieren. Und manchmal, muss ich Ihnen offen gestehen, wird mir es, trotzdem ich leidlich geduldig bin, ein bisschen viel. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich doch mal die Einladungskarten zu Abendessen, Mittagessen und anderen Veranstaltungen an andere Menschen abgeben könnte, für die vielleicht ein Mittagessen und ein Abendessen eine ganz gute Hilfe wäre, dann wäre uns beiden geholfen. Es werden manchmal ein bisschen viel Anforderungen gestellt und ich finde auch, wir müssten hier in Deutschland, vor allen Dingen in Berlin, was Repräsentationen anlangt, immer doch ein bisschen zu erkennen geben, dass wir wissen, dass wir noch nicht wieder so weit sind, wie wir in 10 Jahren zu sein hoffen. Wir sind immer noch eine arme Stadt, immer noch eine gespaltene Stadt und wir sollten auch in der Beziehung eine ganz leichte Nuance uns anders verhalten als in anderen Teilen unseres Vaterlandes. Man kann auch den regierenden Bürgermeister von Berlin nun nicht in eine Ansprachenmaschinerie verwandeln, der ununterbrochen am laufenden Band alle Leute herzlich begrüßt. Die Herzlichkeit ist schon vorhanden, aber der Tapferste wird manchmal müde, wenn er immer zu herzlich begrüßen soll. Und man muss darauf berücksichtigen, dass wir ja in vollkommen anormalen Verhältnissen leben, die ja auch auf unsere Arbeit sich auswirken. Man steigt es morgens in ein Flugzeug und sinkt abends in Bonn müde ins Bett. Am anderen Morgen steht man um 6 auf und ist um 10:30 hier und dann geht der Betrieb wieder los bis in die Nacht hinein. Es gibt ja für jeden Menschen eine Grenze der Leistungsfähigkeit. Und ich habe oft das Gefühl, jetzt spreche ich nicht für mich, nicht für meine Person, ich habe oft das Gefühl, dass manche unserer Berliner nicht richtig erkennen, wie eine nicht kleine Schicht von Mitmenschen, von uns, sich unsagbar abmüht, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, in den andere ihn hineingebracht haben. Um wirklich schöpferisch etwas leisten zu können, braucht der Mensch auch eine gewisse Ruhe, braucht er auch ein gewisses Gleichgewicht, braucht er auch eine Stunde, in der er nachdenken kann, und darf er nicht immer nur hin und her gehetzt werden. Am 1. Februar war der Senat der hiesigen Haupt- und Residenzstadt, wie ich scherzweise gelegentlich zu sagen pflege, 1 Jahr alt. Das ist das erste Mal vor einem Jahre, dass wir aufgrund unserer neuen Verfassung einen Senat gebildet haben. Das Abgeordnetenhaus hat aufgrund meiner Vorschläge am 1. Februar die Mitglieder des Senats gewählt. Und wir haben 1 Jahr lang unsere Arbeit geleistet. Aus den vielen unendlichen Mühen und Sorgen, kleinen Dingen, ist am Ende doch schließlich eine nicht unerhebliche Leistung entstanden. Ich will sie nicht alle wiederholen. Es ist ja überhaupt ein Mangel der Demokratie und aller solche Regierungen, wie wir sie darstellen, dass wir zwar die Eier legen, aber nicht die Eigenschaft der Hühner haben, dazu zu gackern. Wenn ich in die Ostpresse hineingucke, die legen weniger Eier, aber die gackern besser. Da wird es auf 4-spaltigen großen Reklameartikeln ununterbrochen dargestellt. Das können wir nicht, das liegt uns nicht. Wir werden das auch nie lernen in dem Sinne. Aber trotzdem, ab und zu muss man auch einmal sagen können, man doch etwas geschafft hat. Wir sind in unserer Bemühung, mit der Bundesrepublik verbunden zu werden, erheblich weitergekommen. Wir haben große Schritte vorwärts gemacht. Wir haben wichtige und bedeutende Gesetze, die für Zehntausende, ja für Hunderttausende unserer Berliner Bevölkerung von Bedeutung sind, endlich jetzt durchziehen können. Also die Erde bewegt sich schon, sie bewegt sich auch bei uns. Aber immer steht unser Eins nicht unter dem Eindruck dessen, was geleistet worden ist, sondern vielmehr unter dem Eindruck dessen, was noch geleistet werden muss.
Und das eigentliche Problem, was mich immer wieder am meisten bedrückt, die Einheit Deutschlands, dieses Problem haben wir noch nicht vorangebracht. Aber es wird nun Zeit, dass Bundestag und Bundesregierung endlich nun einmal klar und deutlich sagen, was sie eigentlich wollen. Was wir wollen, weiß jeder. Wir wollen eine echte Einheit unseres Vaterlandes. Wir wollen freie Wahlen in Berlin, freie Wahlen in ganz Deutschland. Und wir sind bereit, jederzeit unsere Funktionen an ein neu gewähltes Abgeordnetenhaus in Berlin oder im größeren Sinne gesprochen auch an eine Nationalversammlung in Deutschland abzugeben. Wir haben keine Angst vor dieser Entwicklung, keine Kinder. Wir wissen genau, dass das eine Entwicklung voller Risiken, voller Aufgaben, voller Gefahren ist. Aber ein Volk wird nicht ein großes Volk ohne Gefahren. Ein Volk kann seine Einheit nicht gewinnen, wenn es nichts riskieren will. Wo uns der Schuh drückt, 26. September 1952, sprechen für Berlin. Über Politik und soziale Gerechtigkeit. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, diesmal, wenn ich zu Ihnen spreche, bin ich nicht in Berlin. Und wenn Sie einige Nebengeräusche hier hören, die Sie vielleicht stören, müssen Sie sich vor Augen halten, dass ich hier im Augenblick in Dortmund auf dem Parteitag der SPD bin. Und so ein Parteitag ist ein großes Rendezvous, ein Treffen von unendlich vielen Menschen, die alle das Bedürfnis haben, die Gelegenheit zu benutzen, alle möglichen Dinge miteinander zu erörtern und nicht nur die Freude des Wiedersehens zu genießen. Alle diese Verpflichtungen, die mich gelegentlich von Berlin wegbringen, meine Verpflichtung als Präsident des Städtetags, meine Teilnahme neulich an der großen Kundgebung in der Paulskirche in Frankfurt am Main, wo wir Professor Guardini den Friedenspreis überreichten, die sind für mich, das ist doch ganz selbstverständlich für den Berliner Bürgermeister, immer eine Gelegenheit, über Berlin zu sprechen, für Berlin zu sprechen. Und ich habe ja auch auf diesem Parteitag Gelegenheit gehabt, darauf hinzuweisen, wie sehr unsere Berliner Probleme und insbesondere das Problem der gesamtdeutschen Wiedervereinigung das eigentliche Problem, das eigentliche Anliegen ist, das uns alle bewegt. Es wird vom 12. bis 17. Oktober der Kongress der deutschen Gewerkschaften in Berlin stattfinden. Ohne Gewerkschaften, ohne verantwortungsbewusste Männer in den Gewerkschaften, ohne die Arbeiter in den Betrieben gäbe es kein deutsches Wirtschaftswunder. Das müssten auch diejenigen erkennen, die die Wirtschaft führen, lenken und leiten. Das größte Kapital, was wir Deutschen besitzen, ist nicht unser Geld, ist nicht unsere Maschinen, sind nicht unsere mehr oder minder großen Automobile, mit denen wir in der Weltgeschichte herumfahren und uns überall manchmal etwas unangenehm zeigen und sehen lassen. Unser größtes Kapital sind die Menschen, die arbeiten fleißig, unverdrossen, dem Aufbau ihres Landes sich widmen. Wenn man hier im Westen weilt, dann gewinnt man manchmal, das ist natürlich immer ein enger Ausschnitt dessen, was man sieht, aber manchmal den Eindruck, dass Reichtum, namentlich wenn er schnell erworben wird, Menschen auch verhärten kann und Menschen ablenken kann von den eigentlichen Problemen des Lebens und auch ihres eigenen Reichtums. Wer schnell reich wird, neigt dazu, dieses schnelle Reichwerden seiner eigenen Tüchtigkeit und Überlegenheit zuzuschreiben. Und er neigt in den Rückfall der primitiven Auffassungen, die wir ja, als wir jung waren, alle gekannt haben. Erwerbslos sind eigentlich nur faule Leute und faule Leute soll man nicht noch extra unterstützen. Wer fleißig ist, der kann es auch zu etwas bringen. Und wenn man in Berlin ist, dann sieht man die Kehrseite der Medaille, dann sieht man, wie Not, Kummer und Elend auch eng machen kann. Nicht braucht, aber auch eng machen kann. Und wie der Mensch, der verzweifelt mit seiner Not kämpfen muss und mit ihr aus seiner eigenen Kraft nicht fertig werden kann, dann spürt man, wie diese Not bedrückt und wie diese Not dazu führt, dass jeder Einzelne nur sich und nur sein Problem sieht. Ich sage das nicht, um etwa zu tadeln. Ich glaube, man muss das verstehen, man muss das begreifen. Unter den vielen Briefen, die ich immer wieder bekomme, kann man das immer wieder herausspüren, manchmal in einer ergreifenden Form.
zum Beispiel ein Flüchtling mir schreibt, ja, ist das wirklich so, dass in Berlin jeder Mensch sagt, man braucht nur ein Flüchtling sein, nach Berlin kommen, dann kriegt man sofort eine Wohnung, dann hat man sofort Arbeit, dann ist man sofort untergebracht und er schildert sein eigenes Schicksal. Wie er seit 1950 bei uns lebt, keinen Arbeitsplatz bisher gefunden hat. Er schildert ganz genau, wie seine sozialen Verhältnisse sind. Er hat ein paar Monate Notstandsarbeit gefunden und er lebt von einem Unterstützungsbetrag in der Woche von 30 Mark 65 mit seiner Frau und mit seiner 8-jährigen Tochter in einem Raum, der ganze 13 Quadratmeter groß ist. Oder eine andere Frau schreibt mir in einem Briefe, schildert ihr eigenes Schicksal, ihre Verhältnisse, ihr Mann ist ein kaufmännischer Angestellter, er ist seit 3 Jahren erwerbslos, er ist 43 Jahre alt, in Klammern schreibt sie dahinter, also schon zu alt. Und sie lebt mit ihrer Familie von 165 Mark Unterstützung, ihr Mann hat noch nicht einmal Notstandsarbeit bekommen und dann schildert sie, wie in ihrem Hause, nur die ganzen Beamtenfamilien, die dort leben, ihre Pensionen bekommen, ihre Rückzahlungen bekommen, Beträge bekommen, die zum Teil ganz beachtlich sind, weil wir doch jetzt Berlin in das System des Bundesgebiets einbezogen haben, wie Pensionen gezahlt werden. Sie schildert im einzelnen Fall die Höhe der Pensionen und sie stellt an mich die verzweifelte Frage, gibt es eigentlich eine soziale Gerechtigkeit? Gibt es die soziale Gerechtigkeit hier in Berlin? Oder ein anderer Mann, dem es ähnlich geht, der sagt mir, ja, Herr Bürgermeister, glauben wohl, dass Sie tun wollen, was irgend möglich ist. Und Sie werden unseren Klagen gegenüber sagen, Sie sind nicht zuständig dafür, Bonn muss die Sache regeln, Sie können das nicht alleine regeln. Aber gibt es wirklich Kräfte, die mit aller Intensität auf die soziale Gerechtigkeit hinsteuern und lenken? Ich könnte antworten, dass ich nicht zuständig bin. Ich könnte antworten, dass die Gesetze, die wir hier ausführen, nicht von uns gemacht werden, sondern dass sie Gesetze der Bundesrepublik sind. Aber ich will das gar nicht antworten. Ich will ganz offen sagen, ich weiß, dass es eine soziale Gerechtigkeit, so wie sie mir vorschwebt, noch nicht gibt. Aber wenn mir in dem Brief geschrieben wird, man solle sich nicht mit den großen Problemen der Politik beschäftigen, sondern mit diesen Dingen, dann muss ich doch sagen, diese Probleme können nur gelöst werden, wenn die großen Probleme unserer Politik gelöst werden. Wir können die Arbeitslosigkeit in Berlin nicht überwinden, dadurch, dass wir den Kuchen verteilen. Das ist eine sozialpolitisch und psychologisch unmögliche Vorstellung. Wir würden nur die Verbitterung aller gegen alle organisieren, wenn wir in dieser primitiven Form an das Problem herangehen würden. Wir können die Erwerbslosigkeit in Berlin nur dadurch lösen, dass wir Aufträge, Arbeit nach Berlin bringen, dass wir unsere Industrie wieder in Gang bringen, dass wir Arbeit verschaffen. Dann lösen und heilen wir die Dinge. Und wir können das eigentliche Problem Berlins nur lösen, wenn wir das Problem ganz Deutschlands und der ganzen Welt lösen. Das heißt, wenn wir die Spaltung dieser Welt überwinden, wenn wir die Einheit unseres Landes wiederherstellen. Aus einem Kommentar. Die freie Welt darf nicht schweigen. 18. Juni 1953. Wenn die Götter verderben wollen, den schlagen sie mit Blindheit. Und die Götter haben bisher die Machthaber in der Sowjetzone immer mit Blindheit geschlagen. Aber vielleicht darf man die Hoffnung nicht aufgeben, dass das, was sich abgespielt hat, ihnen doch klar gemacht hat, dass auch ihrer Macht eine Grenze gesetzt ist. Was ich heute Abend am Potsdamer Platz gesehen habe, diese Wüstenei, diese tote, leere Stadt, das hat mich erinnert an den ersten Eindruck, den ich Ende 1946, als ich zum ersten Mal allein für ein paar Tage, ich glaube am 4. Dezember damals in dem schrecklichen Winter, nach Berlin kam, als ich den Tiergarten gesehen habe. Das Herz konnte einem stillstehen. Und so steht es auch heute einem still, wenn man sieht, wie diese Stadt durch die historischen Gewalten, in die wir hineingerissen worden sind, gemordet wird. Wir erneuern unseren Appell an die ganze Welt. Die Welt möge endlich begreifen, und ich hoffe, sie wird es jetzt zugeben müssen, dass die Deutschen ein Volk sind, das den Wert der Freiheit kennt und dass die Deutschen ein Volk sind, das für die Freiheit sich einsetzt.
Die Arbeiterschaft Berlins hat nicht höhere Löhne verlangt. Sie hat Freiheit verlangt. Sie hat freie Wahlen verlangt. Sie hat eine Änderung des ganzen Systems verlangt. Kann die Welt schweigen zu diesem Ruf? Ich glaube, sie kann nicht schweigen. Und ich hoffe auch, sie wird nicht schweigen. Wo uns der Schuh drückt, aus der letzten Sendung. 2 Tage vor Ernst Reuters Tod. Eine Fahrt durch die Zone, Briefe. Ich bin seit 20 Jahren zum ersten Mal einen Weg gefahren durch Städte und Dörfer, die ich lange, lange nicht gesehen habe. Ich möchte, es könnten alle diese Dörfer und Städte sehen. Das Herz kann einem stillstehen, wenn man sieht, wie die Verarmung, das Elend aus allen Poren guckt, wie nichts hat in Ordnung gebracht werden können, wie alles, ich will nicht sagen verkommen, das wäre ein hässlicher Ausdruck, aber alles zeugt dafür, dass die Menschen einfach nicht die Möglichkeit haben, sich so zu entwickeln, wie es ihrer eigenen Tatkraft und ihrem eigenen Willen entsprechen würde. Und die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass auch diese Menschen einmal wieder in Freiheit leben können, dass wir ihnen helfen können, die empfinde ich nach einer solchen Fahrt stärker als je zuvor. Wir würden, wenn wir dort wieder arbeiten könnten, sicher die Menschen finden, die in 2, 3 Jahren aus diesen Städten wieder etwas machen würden. Ich habe heute früh, als ich an die Arbeit ging, Akten und Briefe und Post durchzuarbeiten, auch die mehreren Aktendeckel durchgesehen, die sich mit der Korrespondenz beschäftigen, die bei mir eingeht. In einem besonderen Abschnitt die Dankbriefe, die eingehen, das gibt es nämlich wirklich. In dieser Woche 81. In einigen Briefen steht dann immer, hoffentlich liest der Bürgermeister das. Ein Brief heißt es sogar von einem Mitglied meiner eigenen Partei, hoffentlich liest der Genosse Reuter das. Ich bekomme immer wieder anonyme Zusendungen. Ich kann verstehen, wenn jemand aus dem Osten mir einen anonymen Brief schreibt. Das liegt ganz in der Natur der Sache. Aber warum schreiben Menschen, die in West-Berlin wohnen, an mich anonym? Wir leben doch hier nicht in Sowjetrussland. Wir leben doch in einem freien Berlin. Glaubt wirklich irgendjemand, dass der Bürgermeister von Berlin so dumm oder so beschränkt ist, dass er eine Kritik übel nimmt? Warum sollte ich nicht auf eine Kritik antworten? Ich muss immer wieder sagen, es kann mich nur traurig stimmen, dass wir immer noch nicht so weit gekommen sind, zu begreifen, dass wir ein freies Volk sind und dass jeder das Recht hat, seine abweichende Meinung zu äußern. Aber wenn er eine Kritik zu üben hat, dann werden wir dieser Kritik nachgehen. Er hat ihr nicht mehr nachgehen können. Ernst Reuter starb. Am Dienstag, dem 29. September 1953 um 18.52 Uhr. Als Rundfunkstationen und Extrablätter die Nachricht verbreiten, stellen viele Berliner brennende Kerzen ins Fenster. Es war, schreiben seine Biografen Willy Brandt und Richard Löwenthal, der Anfang einer tagelangen Demonstration der Liebe und des Schmerzes von Millionen. Ohne Beispiel in der Geschichte Berlins.